Es sind Bilder, die vielen Österreichern noch im Gedächtnis sind. Die ehemalige von der FPÖ nominierte Außenministerin Karin Kneißl tanzt auf ihrer eigenen Hochzeit Walzer mit Wladimir Putin. Schon damals sorgte das Erscheinen Putins für viel Gesprächsstoff. Dabei sei die Einladung nur ein Zufall gewesen, wie sie in einem aktuellen Interview verrät. Im Juni 2018 war Präsident Putin auf Staatsbesuch, Arbeitsbesuch, eine Mischung aus beiden, in Wien. Ich hatte an dem Tag gerade die Einladungen aus der Druckerei bekommen. Und eine hatte ich noch in der Hand und ich fragte meinen Verlobten, schau, wir haben da noch eine, sollen wir die Präsident Putin geben? Der enge Draht zum russischen Präsidenten bringt die Ex-Außenministerin zusehends in Bedrängnis. Kneißl sieht sich gezwungen, Österreich zu verlassen und lebt heute in einem Dorf in Südfrankreich. In Österreich will niemand die ehemalige Wissenschaftlerin beschäftigen. Kneißl sieht sich als politischen Flüchtling. Im Herbst 2020 war ich 55 und ich hätte nie in meinem Leben gedacht, dass alles, was ich mir so aufgebaut hatte, ich wirklich aufgeben muss, weil ich nicht freiwillig, aber aufgrund der vielen Anfeindungen und vor allem auch aufgrund dieses de facto Arbeitsverbotes mein Land verlassen musste. Von Putin distanzieren will sich die Ex-Ministerin nicht. Und auch finanziell profitiert sie heute von der Einladung Putins. Seit 2021 sitzt Kneißl im Aufsichtsrat des russischen Staatskonzerns Rosneft. Das heißt, Sie überlegen gar nicht, diesen Posten ad acta zu legen? Nein, wissen Sie, weil ich werde erstens jetzt hier in diese Richtung total unter Druck gesetzt. Ja? Und mein Leben ist bereits vernichtet. Für ihren Job im Rosneft-Konzern bezieht Kneißl angeblich ein Basisgehalt von $500.000 jährlich.